Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe gerade die eine Folge aufgenommen, die ihr wahrscheinlich vor 2 Tagen gesehen habt. Und ja, ich bin, wie gesagt, hier habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe die Batterie platziert, die lädt schön voll. Und habe hier noch, also ich habe echt nichts weiter gemacht, also keine Sorge. Diesmal habe ich nichts gemacht, aber bis zum nächsten Mal werde ich hoffentlich was machen, weil ich werde meinen PC ein bisschen umbauen, umcraften sozusagen. Und da wird viel Zeit noch drauf gehen, leider. Was ich machen wollte, es gibt Rufteils? What? Okay. Was ich machen wollte, das habe ich vergessen. So ein bisschen. Ich wollte. Ja, Hirn arbeiten. Mein Hirn sollte mal kurz arbeiten, Leute. Mein Hirn hat gerade eine Spastik irgendwie. Ich wollte ins Buch gucken. Ich wollte mal wieder ins Buch gucken. Da habe ich lange schon nicht mal reingeschaut. Book. Hier, Advancements Book. Einmal mal durchgucken. Ich habe den Donut Sapling noch nicht. Den Bacon Sapling habe ich zum Beispiel noch nicht. Bett könnten wir jetzt mal machen. Hodge Tide, das muss man gucken, wie wir es machen. Und der Slime, den will ich jetzt versuchen zu machen. Der Slime wäre so eine Sache. Da würde ich gerne hinkommen. Fangen wir doch am besten mit dem Bit an, weil dafür brauchen wir doch rein theoretisch nur String. Das ist ja das Einzige, was wir noch brauchen, damit wir ein bisschen was draus haben. Wir haben ja so viel eigentlich auf Lager. Dann sagen wir, machen wir so 30 davon, das sollte passen. Wenn ich jetzt sage, Bett, habe ich ein Bett. Steht das jetzt mal, keine Ahnung. Stelle ich denn das hin? Einmal kurz Naptime, den Erfolg abschließen. Perfekt. Bleibt jetzt einfach hier stehen, weil bist Erfolg. So, und hier habe ich ja noch weitere. Und zwar Age of Enchantments. Enchantments. Ja, die ganze Abteilung müssen wir auch noch machen. Enchantment Table. Hot Pockets. Craft eine Ender Pouch. Mhm. Pexel Rose. Edible Arrangement. Craft and Eat and Crafting Upgrade from Sirlex. Okay. An Inventory. Okay. What the fuck? I'm not lazy, I'm energy efficient. Craft a nuclear craft energy upgrade to decrease energy usage of machines. Atomic. Oder nuclear. Nuclear. Nuclear furnace. Please what? Es muss auch irgendwo Cables geben, mal ganz ehrlich. Leute, wisst ihr das? Ich brauche irgendwo Stromkabel. Gibt's Ender.io oder sowas? Ender.io. Das Ender.io oder so, irgendwie ist das ja. Ender Utilities. Das sind keine Kabel. Gibt's da Memory Sticks und so Zeug, aber nee. Warte, Inserter. Inserter filtert, okay. Nee. Leider nicht. Schau einfach mal so durch. Irgendwo muss es doch rein theoretisch was geben. Oder? Ball of Moss. Die will ich craften. Aber, ich habe jetzt geschaut. Oh, Milch. Wie soll ich an Milch kommen? Kann ich raus, das ist Zodifier. Animal Rancher, ja, der kann es auch machen. Filling Interactions, ja, okay, da brauche ich aber hier Peaceful Cow Stages. Das ist halt wieder, ja. Cow in the Jar. What? Molten Milk Chocolate. Ja. Und daraus kann man Werkzeuge machen? Will ich das wissen? Holy shit.
Ich mag mal wissen, wie schaut eigentlich der aktuelle Stand aus? 90 schon wieder, holy shit, der hat ganz schön aufgeholt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es war letztes Mal nicht das Problem, weil hier sind noch 37 drin. Vielleicht muss ich Hopper wieder machen. Hopper? Jetzt haben wir ein paar Hopper wieder auf Lager und jetzt hat wieder Bonsai. So, 39. Das sollte doch wieder für eine volle Reihe reichen. Ich muss die auch mal wieder alle benennen. Das ist ja eine ganz, ganz schlaue Sache. So. Das ist jetzt zum Beispiel du hier auch fertig gemacht, die Kohle. Zack. Und hier das nächste fertig, perfekt. Dann holen wir einfach die Erde raus. Füllen das Ganze auf. Nein, böse. Böse Erde. Zack. Dann sind die nicht auch schon wieder ready. Genauso wie bei der Kohle, die eh schon wartet, nur darauf, dass mit sie was zu tun hat. Ich habe noch einen im Lager. What? Wie war das? Dankeschön. So, Kohle bräuchte ich 3 Saplings. 4 wirklich waren es. 4 waren es. Arbeiten kann, sollte das reichen. So, Merlin hat hinten noch wie viel frei? 3. Für die habe ich jetzt Bäume. Perfekt. 1, 2, 3. Gut. Dann setzen wir die ein. Perfekt, dann wachsen die auch. Was tun wir hier rein an Saplings? Sapling. Wir haben hier Lead, Zinn, Sand, Silber, Gravel, Iron, Cottonwood, Clay, Bone, Appleseed, Made with a Plant, Appling, Appleseed. Zinn. Petrified Sapling, Oak, Neverack, Lead. Ich bin ja mal für Lead und für was denn? Lapis kommt auf die andere Seite. Ich hätte noch irgendwo so das Zinn. Zinn hier. Also als erstes kommt hier mal Zinn hin. So. Lead. Dann kommt daneben direkt einfach das hin. So. Und hier. Na, ich hätte gerne Lapis da drüben dann. Hier hätte ich gerne Gold. Du weißt ja nie, wann du Gold brauchst, aber Gold ist auch eigentlich ein wichtig. Ich finde immer wichtig. Immerhin ist bei uns auch in der Welt eine wichtige Ressource. Ich glaube, wir haben nämlich noch keinen Lapis-Anbau bei uns. Wäre mir auf jeden Fall noch nicht zu den Ohren gekommen und Lapis gehört dann halt hier nach drüben in die Reihe. Aber wenn ich jetzt gucke, habe ich doch sicher auch, ne? Ich kann schon wieder 1, 2 machen, 4 Stück. Aber 4 Stück sind ja halt auch noch nichts, ne? Sind noch nichts. Aber hier geht schon los. Zinn ist in the rising sozusagen. Können wir jetzt mal in den Keller gehen. Zack, alles aufräumen. Gucken, wie es im Keller läuft. Produktion ist am Laufen. Da müssen wir mal gucken, ob wir mal einen elektrischen Furnace oder sowas einbauen. Stone. Haben wir noch ein bisschen was im Inventory. Einfach gucken, dass wir in die mittlere Streifen nehmen. Perfekt. Aber fürs Erste muss ja nur der ausgebaut werden bis nach hinten.
dass sie auch nicht zu weit geraten. Jetzt zwar gleich nicht so schlimm, aber... Ja. Einfach ein bisschen kontrollierter das Ganze. So. Dass ich auch ja nicht runterfalle, mal drei gleich breit machen. Platz und brauchen wir zwar aktuell eh noch nicht, aber ey. So. Schön ordentlich. Unser primitives Lager hier. Die paar Kisten, die alles halten von unseren wichtigen Gegenständen. So, dann. Achso, ich sollte vielleicht mal wieder ein paar Torches aufstellen, ne? Das wäre gar nicht doof, glaube ich, dann. Ich werde jetzt fürs Erste hier wieder am Boden platzieren, weil, ja. Ich bin zu voll, die an die Decke zu platzieren, gerade ehrlich gesagt. Außerdem soll hier auch nicht das große Rambazamba jetzt hier passieren. Hier soll höchstens jedes System angeschlossen werden. Storage Link. Bis wir das Ganze so gebaut haben, wie wir es möchten, bleiben deshalb Storage Links, ne? So, und das können wir auch hier jetzt schon rein theoretisch. Wenn wir sagen, wir wollen hier Coal machen zum Beispiel. Müsste ich ja rein theoretisch aus den kleinen machen können, ne? Zack, habe ich eine Kohle gemacht. Oder kann ich Block auf Kohle vielleicht auch machen? Ne, ich habe nur eine Kohle bis jetzt gemacht. Aber ich kann doch bestimmt auch irgendwie aus dem Rest hier zum Beispiel, zack. Habe ich schon mal 57 Kohle. Nice. Schauen wir mal, wie es ausschaut mit Furnace. Müsste es ja rein durch eine Resourceful Furnace geben. Ich brauche Plastik. Weil ich Plan habe, wie ich das herstelle aus Latex Processing Unit. Iron Gear Machine Case. Okay, das könnte ich natürlich alles schon machen. Das wäre jetzt hier nicht das große... Warum fehlt mir Iron? Als ob ich so viel Eisen verbraucht hätte. Ich habe so viel Eisen. Scheiße. Ja. Wir müssen nochmal schnell ein bisschen Eisen brennen. Scheiße. Ich habe schon wieder zu viel Eisen verbraucht. Fuck. Gibt es eigentlich so ein Auto-Crafting-Table? Ich will jetzt mal gucken. Ich gucke jetzt mal, ich bin so ein Auto-Crafting schon mal. Crafting. Crafting. Crafting Unit, das ist aber alles Applied Energy Sticks. Crafting Table, a Workbench, Crafting Table that keeps its inventory, das ist natürlich geil. Autocraft, Automated Dreamer Free Crafting. Purple Dye. Why? Uncrafty Table, what? Crafting Table. Power Core. Crafting Upgrade. Wie komme ich an Purple Dye? Habe ich nicht irgendwo Red Roses oben rumliegen? So grundsätzlich mal schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da schon welche. Hatte ich nicht mal eine Kiste hierfür? Roses oder sowas. Hier sind auf jeden Fall Rosen dabei. Machen wir nochmal schnell eine Hoe. Wir nehmen das Material, was wir benötigen, aus Diamanten und craften uns eine. Schon alle mit.
weil dann machen wir jetzt dieses Ding hier fertig. So viele verschiedene Seeds, wie wir hier schon bekommen haben. Dann brauche ich einmal Bone Meal, das sollte ich hier auch irgendwo haben. Da, perfekt. So, und wenn ich jetzt versuche, das Ding, das Auto to Crafting Table zu machen, Crafting Energy, Auto Crafter, Purple Dye. Ah, vielleicht sollte ich erstmal an das Zeug rankommen, ne? 15 Mal. Observer sollte jetzt keine Schwierigkeit sein. Dann. Ah, wie profitiert das Auto? Auto Crafter. Auto Crafting Table. Nicht Grapes. Mal Farbe. Und dann sollte ich doch rein theoretisch nach Pisten. Ganz ehrlich, im Pisten ist auch keine Problematik. Was fehlt denn jetzt? Ein Crafting Table habe ich noch nicht. Wow. Weil mir ein scheiß Crafting Table fehlt. Ah. Zwei Autocrafter. Wuhu. Ja, das ist aber echt eine gute Erforderung. Wenn jetzt alles gut funktioniert, kann ich den hier unten ins System einbinden. Mit Exportern und Importern. Autocrafter. Wenn ich ihm jetzt sage, zum Beispiel, ich hätte gerne, dass du das hier produzierst. Ich brauche jetzt erstmal einen Storage Exporter. Muss ich wieder produzieren. Storage Importer. Das brauchen wir zum Beispiel auch schon mal. Aber wir brauchen auch einen Exporter wieder. Ja. Was fehlt denn? Fehlen. Oh Gott. Iron. So, okay, dann brauchen wir wieder Storage. Exporter. Das sollte auf jeden Fall so klappen. Zack, nochmal. Perfekt. Und dann noch so ein Kabel. Perfektos. Einfach perfekt. So. Das ist das Export-Cable. Da stecken wir oben an. Hinten tun wir das Import-Cable dran. Dann dazwischen die Verbindung. Tja, vielleicht können wir dazwischen nochmal machen, aber ich will aktuell nur bestimmte Sachen haben. Und jetzt will ich einfach, dass er hier sagt, ich brauche das Resin, ich brauche das hier. Ich will, dass du das craftest. Und dann sage ich dem Exporter, nimm das und nimm das da rein. Wenn ich das jetzt wieder ins System einpumpe und dann ins, also einhängen halt. Dann sollte er rein theoretisch davon das Zeug kriegen, oder? Ah, es braucht natürlich noch eine Energiequelle. Also brauchen wir noch einen Generator. Nein, kein Cobblestone Generator, Simple Combustion Generator. War das der? Er braucht einen Ofen, warte mal. Simple Combustion Generator, den sollten wir schaffen. Scheiße, das war jetzt nicht der Plan. Oh Gott, wie viele Furnaces hier drin hängen.
Ich wollte einen von denen jetzt einfach mal haben. Und die brauchen wir zwei Stück. Dann kriegen die halt auch hier Export-Cable noch drauf. Und dann Wood, bitte. Müsste hier eh irgendwo direkt runter sein, eigentlich. Wo ist denn Wood? Dass wir kein Wood hätten, wäre irgendwie sonderbar. Also wie es bei dir brauchen. So, und er baut es dann direkt. Und rein theoretisch. Was ist denn der da hinten gestellt? Blacklist. Oder muss ich dann von der Seite rangehen? Das ist jetzt halt so die Sache. Muss ich jetzt von der Seite rangehen? Damit er das macht. Nimmt er jetzt irgendwas raus und dann nimmt was rein? Weiß ich nicht. Whitelist. Ah, schau an, okay. Warte mal, das ist jetzt gleich einfach nur mein Fehler, dass das System hier nicht so schlau ist. Wir können ja hier Import machen. Weg und dann auf Whitelist. Dann nimmt er nur das raus, weil jetzt hat er gleich sich dauernd gestritten mit dem System. Haha. Und schon haben wir den ersten Autocrafter in unserem System. Ist doch mega nice. Jetzt können wir rein theoretisch hier ein Storage Export Cable ansetzen. Wenn wir eh hier. Und dann machen wir hier. Den Export von Resin. Ah ne, von Ember. Also Prio Nummer 1 rein. Du sollst das exportieren. Und dann sollte der... Ja, er kriegt die Embers rein. Bedeutet, wir haben jetzt eine automatische Eisenproduktion. Geil. So wollen wir das. Ich würde auch sagen, wir machen das halt so, dass wir sagen, okay. Scheiße. Das ist da oben. Er produziert es halt direkt damit immer. So. Den können wir dann rein theoretisch auch verwenden für irgendwas, wenn uns einfällt für was. Aber es ist natürlich mega geil. Jetzt haben wir hier das System schon, dass er automatisch produziert. Und es geht automatisch hier rüber, wo es dann direkt in Blöcke verwandelt werden soll, direkt ausgegossen wird und wir haben dann instant bei uns im System keine Blöcke. Oder sind es die ersten, die gerade hier gemacht werden? Könnte natürlich sein, dass es die ersten sind, aber wir haben auf jeden Fall dann. Und? Yes, sie sind drin. Wir haben die Eisenproduktion automatisiert. Mega geil. Eisenblocks werden jetzt nun automatisch produziert. Wie geil ist das? Ich kann natürlich auch sagen, okay, du machst jetzt fürs Erste das und das. Also ich kann jetzt zum Beispiel jetzt sagen, wenn ich jetzt wirklich so bin. Na, das mache ich jetzt nicht. Scheiß drauf. Ich hätte natürlich sagen können, Eisenblocks direkt umwandeln, aber ich glaube, das ist ein bisschen doof, weil das ist ein Minischritt. Das ist natürlich dauernd ein Aufwand, den ich hatte. Das Umwandeln, Umwandeln, Umwandeln. Ich kann jetzt natürlich auch draus machen, dass ich hier noch Gravel hinstelle, das, den hinstelle, den hinstelle, den hinstelle. Das wird alles automatisiert gemacht. Vielleicht mache ich das auch mal in Zukunft dann. Aber aktuell ist das Wichtigste Eisen, weil Eisen ist so das, was ich am meisten brauche und benötige. Aber nice, ich würde sagen, das war eine schöne lange Folge. Ihr habt
viel gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich nächste Woche gut dran bin, wenn ich den PC jetzt wirklich die Woche schon umstelle, dass er nächste Woche wieder läuft. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Aber wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.